0815 on Tour, heute wieder mit dem fotogenen Daniel. Wo ist er denn? Und, ja, du, wo sind wir denn heute, Daniel? Auf dem Stoffel. Was ist denn der Stoffel? Das hier. Ja, das hat er gut schön zusammengefasst. Wir sind hier auf einer Frankfurter Kulturinstitution, nämlich dem Stoffelfestival vom Stahlburg-Theater. Und da sehen wir heute einen meiner Lieblingssatiriker, Hans Zippert. Und da bin ich schon sehr gespannt. Aber ich gebe es dazu, eigentlich bin ich nur wegen dem Daniel hier, weil der so ein großer Fan von Hans Zippert ist. Daniel, woher kennt man denn Hans Zippert und warum steht dir denn der Angstschweiß auf der Stirn? Das ist der Schweiß, weil ich mit dem Fahrrad hier bin. Den Hans Zippert, den kenne ich überhaupt nicht, den kennst du. Richtig, den kennt ihr unter anderem aus der Welt oder aus der Welt kompakt oder vielleicht von einem seiner zahlreichen Bücher. Möglich ist das alles. Das war er übrigens nicht. Ein Mann, der unglaublich viel durchgemacht hat in seinem Leben. Er hatte deswegen auch immer schlechte Laune. Es ist gut so, ich kenne ihn schon länger. Früher hat er gar keine Laune gehabt. Jetzt hat er wenigstens eine schlechte. Der Mann war schon, jetzt lachen Sie bitte nicht, das war kein Witz, hat eine schwere Zeit verbracht im dänischen Bettenlager. Da lacht und er gelacht. Und auch sonst hat er ganz schlimme Sachen erlebt. Und auch schöne Sachen. Darüber wird er uns jetzt berichten, und zwar von seinen schönsten Nahtoderfahrungen. Die kennen ihn alle vom Titanic früher, aus der Welt, Zippert, Zappt. Was rede ich lange rum? Freuen wir uns auf Hans Zippert. Die SPD plant ein Zukunftspaket, wenn sie die Wahl gewinnt. Was ja ziemlich wahrscheinlich nicht vollkommen unmöglich ist. Falls nämlich Außerirdische Angela Merkel entführen und aus reiner Boshaftigkeit anordnen, dass ab sofort Per Steinbrück Kanzler sein muss. Andernfalls würden sie die gesamte Erde in ganz kleine quadratische Stücke zerlegen, wofür ihnen eine für Außerirdische nicht untypische überlegene Zerlegungstechnologie zur Verfügung steht. In so einem Falle bliebe Per Steinbrück natürlich nichts anderes übrig, als Kanzler zu werden. Und für genau diesen Fall ist das ZSPD-Zukunftspaket gedacht. Das Zukunftspaket enthält lauter wichtiges Zeug wie Röntgenbrillen, ein Pulver, das unsichtbar macht, Bildung für alle, ein Huhn, das goldene Eier legt, einen Spiegel, in dem Sigmar Gabriel total schlank aussieht und 100 Millionen Euro Schmiergeld, die man den Außerirdischen zahlen muss, damit sie Angela Merkel nicht wieder zurückbringen. Der Euro gilt nämlich auf dem Heimatplaneten der Außerirdischen als stärkste Währung des Universums, woran man sehen kann, dass die auch nicht die Schlauesten sind.